Es ist einfach, liebe Zuschauer, ein Träumchen, bei so einem Spiel mit dabei zu sein. Ich habe so große Erwartungen an dieses Fußballspiel, weil beide Teams, das haben sie jeweils gesagt, auf den Pressekonferenzen voll auf Sieg spielen wollen. Rasen ist in einem idealen Zustand, ausverkauftes Haus und vom Wetter her, das ist ja auch mal ganz wichtig, sehr, sehr angenehme Temperaturen, wolkenloser Himmel, soll auch so bleiben. Ein wunderbares Tor. Was für ein Auftakt. Mit viel Gefühl. Er zieht in Richtung Tor. Gute Flanke. Jetzt der Abschluss. Hanschick. Stefan de Vries. Bei wem der wohl landet? Ja, das war faul. Ganz klar, Freistoß. Toni Kroos mit einem sauberen Ball. Was für ein dickes Gefährlich. Der ist drin. Jetzt kommt der nötige Ausgleich. Sie haben den Ball erobert, sie haben Blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Bitte in die Startblöcke. Fast alle Experten haben vorher gesagt, das sind zwei Top-Teams auf Augenhöhe. Wir blicken auf die Anzeigentafel und wir stellen fest, die Experten haben recht gehabt. Bernardo Silva haut den Ball vor. Ab auf die linke Seite. Raus auf die linke Bahn. Und weg ist er. Der Ball kommt. Soeben gerade noch dazwischen geflogen. Klasse Antizipation. Also das sieht gut aus. Jetzt sprintet er mit dem Ball nach vorne. Versucht den Pass da durch. Er zieht durch. Einfach mal weggedroschen. Pogba. Seine Mitspieler. Man kann auch froh sein, dass er den noch bekommen hat. Ab auf die Flanke. Er hat ihn einfach stehen lassen. Da kommt der Ball. Den muss er machen. Und der Pass nach hinten. Jetzt der Schuss.
Rüdiger. Nur noch 5 Minuten im ersten Durchgang. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Bilian. Den muss er machen. Versucht die Gasse, er versucht's. De Bruyne. So jagt man heute den Ball. Ja zuvor schon einen Treffer vorbereitet. Das ist das Ende der ersten Halbzeit. Aufgrund einer Energieleistung konnte man den Rückstand wieder gerade biegen. An dieser Stelle gilt es weiterzumachen. 1:1 unentschieden bis hierhin. Mal gucken, was noch kommt. Für die zweite Hälfte. Und gleich wieder zurück. Pogba. Pogba. Jetzt aber. Da vorne war nichts zu machen. Es gab keine richtige Anspielstation. Ja, da hat er ihn erwischt. Verliert den festen Stand. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das kommt dazu. Rüber nach rechts. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel. Es fehlt die allerletzte Präzision im entscheidenden Moment des Passes. Douglas Costa. Ein Fußballkünstler, wie der sich hochschraubt. Er versucht es nochmal. Ganz knapp am Tor vorbei. Ein ganz knapper nicht dazu. Wirklich nicht gemacht. Flanke kommt von Marek Hamšík. Gut gesehen und sehr gut gelöst, diese Situation. Bernardo Silva. Das könnte was werden. Und weg ist er. Stefan De Vrij hat hier sehr gut dagegen gehalten. Fußball ist ja bekanntlich auch ein Kontaktsport. Versucht die Gasse zu finden. Das Spiel voran. Schauen wir mal, ob was dabei rumkommt. Hazard. Er zieht in Richtung Tor. Er schlägt ihn in die Mitte. Schießt ihn aufs Tor. Gute Aktion des Torwarts. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Manolas kann die Situation klären. Bockstarke Aktion.
Perfekt antizipiert. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Will ihn da durchstecken. Gute Ballzirkulation, was wohl als nächstes kommt. Die Schussgelegenheit. Abschluss! Das war schön gehalten. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. Versucht die Gasse zu finden. Er hat ihn einfach stehen lassen. Philipp Coutinho hat ja viele Qualitäten, aber das technisch noch sauber hinzubekommen, das war echt schwierig. Sucht die Lücke. Beide Teams waren auf Konter. Beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist das Ballhalten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Drin sein müssen. Bernardo Silva. De Bruyne sieht, was er vorhat und geht dazwischen. Hamsik. Aguero. Das sieht vielversprechend aus auf der rechten Seite. Hier ist Hamsik. Aguero hat die Kugel und er hat Platz. Da steigt er hoch. So ein bisschen fehlt ihm das richtige Timing hier. Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Ab auf die linke Seite. Versucht da durchzustecken. Philipp Coutinho. Er bringt die Flanke. Abgefangen. Gut gemacht. Das könnte was werden. Sie wollen Angriffsfußball, aber sie können im Moment nicht. Toll aufgelegt. Olympique Lyon ist direkt wieder im Ballbesitz. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr und pfeift ab. Das Spiel endet also mit Remis und die Zuschauer scheinen durchaus zufrieden zu sein. Es war eigentlich für jeden was mit dabei. Hansi, lass deinen Gedanken zum heutigen Spiel freien Lauf. Ein Unentschieden mit dem...